eigentlich nicht. Der bräuchte jetzt eine andere, weiter unten, viel weiter unten. Da, wo die Führung liegt. Kamilsdoch ist dran. 33 Jahre ist er schon. Riesenerfahrung. Kommt der da ganz weit unten hin? Ja, sieht stabil aus in der Luft. Guter Sprung, starker Sprung von Kamilsdoch. Der lässt hier nichts liegen. So wie Kubacki und Granulüt. Der hält sich an der Spitze der Gesamtwertung. Und auch der Tageswertung. 139 Meter Bestweite. Genießen. Vielleicht ein bisschen spät, aber das kennen wir beim Kamil. Aber alles andere geht wie im Traum. Geht wie vorprogrammiert. Wie bei einem Modellflieger, die wippen im Rhythmus mit. Und das ist natürlich so. Das heißt, schauen Sie auf den Kopf, wie der Kopf Flugzeugflügel Form annimmt. Und da ist eine ganz starke Phase. Es ist ein sehr leichter Springer, der da unten noch lang hinauszieht. Und perfekte Landung. Kompliment. Jawohl. Kamilsdoch, auf den können Sie sich verlassen. Michael Dolleger links, der Cheftrainer bei den Polen. Und er signalisiert jetzt auch nach Hause zu den Millionen Fans. Leute, beruhigt euch wieder. Ich habe alles im Griff. Holt euch einen Tee. Der zweite Durchgang kann entspannt. Und vor Granulüt und wird also als Zweiter in der Gesamtwertung am Ende dastehen. Jetzt Kamilsdoch. Der Sprung, der Flug zu seinem dritten Triumph bei der Vierschanzentournee. Dann ist er in der Reihe mit ganz großen Namen, macht er wieder super sicher, ohne Fehl und Tadel. Kamilsdoch holt sich den goldenen Adler. Wunderschön. Souverän. Zweimal die Höchstnote 20 wird da gezogen. 140 Meter. Nochmal zum Abschluss. Besser kannst du das nicht hinkriegen. Nervenstark. Auf Sieg gepolt. Ohne jedes Problem, wie in Innsbruck, eine fantastische Vorstellung des besten Skispringers des letzten Jahrzehnts. Da hat er alles gewonnen, 3 Olympiasiege, 3x Vierschanzentourneesieger, Gesamtweltcupsieger, 37 Weltcupsiege, das hier ist sein 38. Da ist er auf um einen Sieg hinter Adam Marisch. Steht er da jetzt und hier kommt er nochmal. Da kommt er, der Chopin des Wintersports. Wunderschön. Genau so eine Technikvorstellung haben wir in Österreich gepredigt. Diesen Oberkörper, diesen Hüftknick, dann in der Fallphase sich zu strecken, länger zu werden, mehr Druck zu machen. Und jetzt schauen wir uns das an. Da darf man getrost und frohen Mutes einen 20er geben. Zwei 20er sogar in diesem Fall. Einer davon bleibt ja auch erhalten. Der andere wird gestrichen. Ja, da ist sie, die Punktzahl für den Sieg. Die Haltungsnoten waren ja ohnehin sein Trumpf während der ganzen Tournee. Da hat er die meisten Punkte abgeräumt von allen Teilnehmern. Er ist mit mehr als 20 Punkten hier voraus in der Tageswertung. Sagenhafter Auftritt von Kamilsdoch. Der damit tatsächlich hier der zweitälteste Vierschanzentourneesieger aller Zeiten wird. 3 Siege hat er